Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4 im Ladebildschirm. Ich habe mich gerade zum Polizeirevier in Cambridge hingeportet, genau hier, weil hier eine Mission von der Railroad auf uns wartet. Wir sollen den Außenposten Augusta, oder wie heißt das? Unterschlupf Augusta überprüfen, den Zustand, den wir hier vom toten Briefkasten bekommen haben. Also die Aufgabe. Und in der letzten Folge haben wir ja die Galerie besucht, den wahrscheinlich merkwürdigsten Ort bisher. Und ja, gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ich habe mir eigentlich jetzt nur die Railroad und hier. Da baut sich was zusammen vorgenommen. Das habe ich, glaube ich, aus Good Neighbor bekommen. Bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher. Und ja, wenn wir die erledigt haben, schauen wir uns noch was an. Ich habe irgendwie Versteck vom Pikmin irgendwie auf der Karte verzeichnet bekommen. Hier. Galerie Pikmin. Also da können wir ja auch nochmal hin. Weil das interessiert mich doch schon ein bisschen. Nein. Hier. So, warte mal hier. Cambridge Diner. War ich da schon drin, ne? Gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Das ist ja natürlich wieder der Nachteil von den ganzen Sachen, die nicht auf der Karte verzeichnet sind. Da weiß man nie, ob man da schon war oder nicht, aber ich glaube, ich war ja schon mal. Ja, kein Vorkriegsgeld drin. Wo die Tür jetzt zu, also hier gewesen wäre, hätte ich die bestimmt noch offen gelassen. Okay, ich war ja nicht drin. Und Stimpack lasse ich ganz bestimmt nicht liegen. Oder ich war ja schon mal drin und die ganzen Dinge haben sich wieder aufgefüllt. Passiert da irgendwie nach, weiß nicht, ein paar Ingame-Tagen oder Wochen. Oh, mehr gibt es ja aber nicht, ne? Verkauft habe ich jetzt auf Screen auch nichts. Ich glaube, ich habe hier einen Raketenwerfer, einen normalen habe ich verkauft. Und ein Kampfgewehr, ein ganz normales. So 300, 400 Kronkorken zusammenbekommen, mehr auch nicht. Und ich habe in einigen meiner Siedlungen ein paar Geschütztürme aufgebaut. Damit hoffentlich nicht immer noch die Nachricht überkommt, ja, die werden angegriffen und so. Weil ich gehe da nicht hin, wenn die angegriffen werden. Also ja, will ich auf jeden Fall schon mal irgendwie dafür sorgen, dass die nicht angegriffen werden. Ich glaube, das liegt daran, wenn man den Schutz, glaube ich, erhöht. Diese Roboterfarmen, da habe ich irgendwie den Schutz auf 30 erhöht. Das scheint immer noch nicht genug zu sein. Okay, das war das. Jetzt bin ich schon hier. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Am Tag? Ha. Gespenster am Tag. So, waren wir da oben schon? Ich glaube ja, ne? Oh Gott. Oh. Was? Da war mir ein bisschen zu einfach. Überleben, okay. Na. Hast du etwas Interessantes entdeckt? Oh, hi. Was soll ich mir mal Treffsicherheit? Okay, solche Encounters können ruhig kommen. Oh, du lebst noch. Kommst du es wagen? Noch einer? Nein, okay. Ghule kämpfe ich gerne, die sind sehr leicht erledigt. Ach, ich muss ja sogar rein. Okay. Ich weiß mal, was hier noch ist. Ja, sonst kann man ja auch irgendwie noch runter irgendwo. Und da sind Gegners.
Was? Ja, weiter nach unten. Irgendwie stärker waren seit letztens nur zwei Level oder so bekommen, glaube ich. Ah, Blut, aber mehr auch nicht. Aber scheint irgendwie mich voll überpowert zu haben. Obwohl sind bis jetzt nur schwache Gegner gewesen. Also ja, und da kommen schon die nächsten. Ja, geh weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich tue euch alle von da oben abknallen, wenn ich da oben irgendwann mal hinkomme. Hi. Na. Hier oben ist irgendwie nichts. Mann. Du. Beachte mich, Senpai. Eine Kugel runtergerollt. Okay. Ja, ich weiß. Ich merk's. Ich hab's außen Augen verloren. Gut, dann gehen wir einfach da ein. Gut. Boxhandschuhe dran hängt. Ah nee, da ist ein Kopf. Kann doch jedem mal passieren, diese Verwechslung. Okay. Dann gucken wir mal. Und der Schlupf ist halt auch hier so eine Basis oder was von der Railroad. Hab schon lange keine Railroad-Mission mehr gemacht, deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, welchen Grund ich mich überhaupt den angeschlossen habe und was meine Aufgabe ist. Also ich weiß nur, dass ich der Professor bin. Mehr auch nicht. Oh ne, legendärer. Er kotzt mich jetzt schon an. Wenn nur einer ist, ist nicht schlecht. Aber sind sie nicht. Hey. Macht Schluss, Jungs, da ist nichts. Was denn? Das Problem ist in dem Spiel. Wenn ich am Terminal dran gehe, dann läuft die Zeit noch weiter. Auf einem Fallout 3 nicht so. Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Wegen weiß ich nicht. Vor allem, ich bin die ganze Zeit geschleicht, ne? Und trotzdem sehen mich, egal wie weit ich weg bin. Muss mal Agilität irgendwie erhöhen oder so. Fällt mir gerade auf. Okay. Ich wechsle auf Screen immer meine Kleidung. Wegen mehr Erfahrung oder mehr Charisma zum Verkaufen. Deswegen bin ich die ganze Zeit hin und her wechseln mit meinen Klamotten. Und muss gucken, was ich alles anhab. Dank. Denk, was? Raid, nein. Wake, sehr gut. Robkos schlimmster Albtraum, okay. Ich nehme an, in der Terminal ist geknackt. Also voll gewacht. Was willst du? Also voll gebracht, danke. Wer ist da? Wo seid ihr? Mein Gott, was ist denn hier noch alles? Hast du das gehört? Du wirst langsam paranoid. Da ist nichts. Irgendwie klingt der Scheiß schon alles erschritten. Ich kann ja mal hier bleiben. Oh. Bin genau über den gestolpert, geil. Stand off!
Der Kampf ist zwar gefährlich, aber auch ein gutes Training. Warum ist das Spiel immer so einfach? Nochmal gucken. Ich weiß. Überleben. So. Kann doch irgendwie sein, die legendären Raider so einfach. Wie läuft mit der Planke herum? Warum? Ich glaube, ein Scharfschütze hat uns entdeckt. Das ist die korrekte Bezeichnung, oder? Den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Ach, okay. Ah, ja, da müssen wir halt gegen eure Rauchprobleme machen. Bis da hat eigentlich. Kann ich eigentlich flaschen? Nö. Das kugelsichere Glas. Oh mein Gott, was? Na, jetzt krieg ich Schaden, hab ich das Gefühl. Schade, ich bei den Charakteren irgendwie meinen Gefährten. Au, was zum? Nicht einstellen kann, wie die agieren können. Also was alles, was irgendwie mit Gefährten zu tun hat, waren sie irgendwie sehr faul in dem Spiel. Nicht nur hat den Siedlungen nicht die Klappe halten, die man kann denen keine Befehle geben oder so, wechseln andauernd ihre Waffen, obwohl ich das nicht will. Meinen Gefährten haben sie irgendwie extrem Fehler gemacht, aber in jedem Punkt fast. Ich das Gefühl. Also für die da sind es jetzt ja wie in Fallout 3 eigentlich nur ein Feuer auf sich ziehen. In Fallout 3 war das noch schlimmer. Da waren die Gefährten, okay, die hatten keine Fehler oder irgendwie so, aber die waren First Aid. Die waren unbesiegbar. Okay, mach mal, ich tu Erste Hilfe einsetzen. Weil zum Beispiel hatte man auch einen Hund in Fallout 3. Und der konnte ohne Scheiß hier in so ein Behemoth reinschicken, so einen Supermutanten Behemoth. Und ja, der Hund wird den so gut wie keinen Schaden machen, aber der Behemoth wird den auch keinen Schaden machen. Der Hund, der war wortwörtlich unbesiegbar. Du konntest 20 Mininukes auf den werfen und der wird das überleben. Deswegen habe ich die Gefährten in Fallout 3 nie mitgenommen, weil die einfach viel zu stark waren. Da, auch auf Überleben. Also das war schon, ja, ein bisschen übertrieben. Ja, gut, dass die Charaktere nicht so stark sind. Die tun ja, okay, man kann denen ja, hi, man kann denen Klamotten geben, durch die stärker werden, aber warum? Meine Gefährten genauso unbesiegbar werden wie in Fallout 3? Das wär's. Vor allem in Fallout 3 haben die viel mehr das Feuer auf sich gezogen. Wenn man den Gefährten dabei ist, haben die Gegner immer auf die zuerst geschossen. Weil die waren, ehrlich gesagt, ein bisschen broken. So, überfällige Bücher zurückgeben. Ah! Schicke Habe ist 18 Marken. Zwei verbleiben. Drei verbleiben. Unbeschädigte Kamera. Da kannst du aber nicht viel. Ein Stift. Wir haben zur Zeit 0 Marken. Kosten 18 Marken und 2 sind verbleiben. Ich habe doch 0. Was? Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was ich mit meinen überfälligen Büchern machen kann. Ich habe ja ein paar zu Hause. Nicht mehr merken, ja. Kann ich wenigstens irgendwas mit denen machen? Bei Bücher konnte man in Fallout 3 auch sammeln. Die konnte man irgendwie bei der Bruderschaft abgeben.
Da hat man immer Geld bekommen für so Vorkriegsbücher, also unbeschädigte Bücher. Nicht verbrannt waren oder so. Und dafür hat man eigentlich ordentlich Schotter bekommen. Deswegen habe ich mir schon gedacht, vielleicht kann sie für ihr Arbeit gebrauchen. So. Nein, ja. Was, wie ist denn der hier hingekommen? Boah, ist er weit geflogen. So, weiter. Ich habe ja noch eine Mission, ja, stimmt. Was machen die denn hier? Haben sie hier so Railroad-Agenten von so ein paar Raider kaputt machen lassen? Vor allem so Raider, die gar kein Problem haben. Also wenn ich die hier mit ein, zwei Schlägen erledigen kann, dann sind sie auf jeden Fall nicht stark. Ihr solltet euch schämen, die sind Sint. Okay, ja, okay. Railroad ist klar. Na, wo jetzt lang? Na, da lang irgendwo. Aber wir da oben irgendwo sein eigentlich. Nur wo? Ach, hier ist ein Aufzug, mein Gott. Curry. Putt. Muss man ein paar französische Begriffe aneignen, habe ich das Gefühl für sie. So, jetzt geht die Action ja wahrscheinlich richtig ab. Curry bewundert dich. Ich Zigaretten genommen habe? So. Irgendwie sehr einfach. Ja, okay, da ist ja auch, glaube ich, die erste oder zweite Mission für die Railroad. Da dürft ihr eigentlich gar keinen Unterschied machen. Ist ja trotzdem. Oh. Entschuldigung. Ich liebe es, so einzelne Kronkorken aufzusammeln. Das Geräusch mal so ding. Ist auf eine Brennspur, also eine Ölspur. Was zum? Oh, Scheiße, nein! Was denn? Oh, Scheiße, da ist der Spieler. Ich bin tot. Jemand da? Was? Hör ich mich schon wieder aus den Augen verloren? Erinnert mich an so ein Fanvideo von Skyrim, wo man, weiß nicht, hat irgend so ein Typ hier, also war 3D animiert und gezeichnet, meine ich, und da war so ein Comic über so einen Typen, der, weiß ich nicht, so eine Stadtwache oder so in so ein ja, mit so einem versteckten Angriff getroffen hat. Und ja, der hat den irgendwie einen Pfeil in den Kopf geschossen. Die Wache natürlich so, was zum? Dann irgendwann, weil man ja versteckt war bei so einem Angriff, hat er einen wieder aus den Augen verloren. Denkst du, ach, da war nichts, während er den Pfeil im Kopf hatte. Weil irgendwie genauso, so genauso funktioniert das auch in Skyrim und in Fallout. Oh, was? Ah, jetzt kommen wir schon wieder so, ne? Vor allem, wenn du
aus einer verdammt weiten Entfernung jemanden abschießt und der dich nicht gesehen hat, dann, oh geil. Und du dann einfach weggehst, geschleicht, der dich aus den Augen verliert, dann hat er dich aus den Augen verloren. Dann läuft er einfach weiter, als wäre nichts, mit einem Pfeil im Kopf. Okay. Weiß gar nicht, wie ich auf das Thema jetzt gekommen bin. So, wer ballert mich hier ab mit einem Raketenwerfer? Du nicht. Oh, immer wenn ich ranzoome. So, komm her. Wuff. Wuff. So, hoi. Ja. Feuer, geh weg. So. Was zum? Wie sieht das hier aus? Hier gut liegen. Sehr schön. Vielleicht kurz mir vom Level ab. Allerdings kann ich auf dem Level nichts ausgeben, weil ich mir 2 Punkte sparen will. Ich auf Level 39 verballern werde. So. Ich muss schon sagen, ob ich den Fall aktiviert. Okay, wo ist Curry? Was kann ich, soll ich sie so aussprechen? Ja, ne? Curry. Curry. Soße. Nein. Mein Gott. So, bitte, danke. Okay. Drei Runde. Nö. Ich werde schon mit hier rauszukommen in dem Part. Kann ich halt alles schön verkaufen. Auf Screen. Oder schon als Ziel, merke ich gerade. Sehr schön. Irgendwas sagt mir, ich werde aufgehalten. Im letzten Moment noch. Rakete. Habe ich auch ganz viele. So, was haben wir da? Einen Überlebenden. Vielleicht jemand, der mich töten will. Wir haben noch keine Spur von Curry. Letztes Update der Station Augusta. Statt der Dr. Carrington Bericht. Ja, das bekommen wir raus. Ich will wissen, was da unten alles ist. Oh, hi. Ja. Haha. Ich hab schon wieder. So schätzt. Aua. Hopp. Zack. Weg so. Weg damit, sage ich. Au. Oh.
Irgendwie finde ich es gut, dass die Raider nicht mehr abhauen. Wie in Fallout 3. Irgendwann, wenn man manche Raider irgendwie so angeschossen hat, hauen die einfach ab. Und ja, wäre natürlich eine sehr freundliche Person und lasst sie dann auch noch laufen. Und das ist ein Fehler, weil die kommen dann immer zurück. Also lässt sie laufen, die haben nur so 1-2 HP, dann kommen sie irgendwann immer zurück und töten einen doch. So, nö, ich hab's mir anders überlegt, ich will doch sterben. Deswegen habe ich die immer getötet, auch wenn sie geflüchtet sind. Also verarschen lasse ich mich doch nicht. Und wo ist hier noch ein Gegner? Wollen wir jetzt noch weiter nach unten? Ah. Ich meine, der Aufzug bringt mich schon wieder nach draußen, deswegen kunden wir mal hier den Rest noch. Schön. Homeplatte, was? Okay. Boah, das hat mir jetzt. Das hat mir den Rest gegeben hier. Stift. Ha, ich brauche gar nicht da unten. Bücher eintauschen für einen Stift. Ich habe hier schon einen. Dann haben wir 27 Minuten gleich. Kannst du es wagen? Beim Looten zu stören. Können eine Vielzahl von Verletzungen zur Folge haben. Ach. Aktion, Reaktion. Ich reagiere nur auf deren Aktion. Selbstverteidigung. Das Wort habe ich. Oh, geil. Ich sammle jetzt einfach sehr viel Vorkriegsgeld, welches ich irgendwann in die Luft mit der Planke rum, ey. Auf dem Mist einzusammeln. Was? Tod. Ah. Ah. Oh Gott, oh Gott. Warum? Vor allem, ich sehe nur, wie Curry einfach so durch die Wand fliegt. Au. Und er macht irgendwie nicht so viel Schaden. Warte, ich habe mal Raketen erfahren, ey. Er ist auch nur gegen Menschen effektiv. Ja, das bringt's voll. Komm her. Mehr. Soll ich? Ja, der Kampf läuft wenigstens gut. Kommt gegen der Toastkralle so gut wie keinen Schaden. Was ist denn? Oh Gott. Hier wird schon los. In dem Part noch down oder auch nicht. So, oh mein Gott. Okay. Weiß ich nicht. Damit. Da würde ich sagen, ja, schon wieder. Ich bin immer noch bei Laden. War schon wieder genug Action für diesen Part. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.